Wie viele von euch wissen, bin ich ein Handyspieler. Und ich habe gedacht, ich trete auf Mädchenclans bei, ich trete irgendwelchen OG-Clans bei, aber ich will mal probieren, einen guten Clan beizutreten. Und wenn man in Deutschland an einen guten Clan denkt, an was denkt man dann? Genau, Apokalypto. Jetzt bin ich hier gerade mit einem Apokalypto-Member in der Lobby und ich hoffe, dass ich es schaffe, als Handyspieler dem Apokalypto-Clan zu joinen. Ich weiß echt nicht, bin todesgespannt. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß auch gar nicht, ob das einfach sein wird oder was ich dafür eigentlich machen muss. Aber ich bin trotzdem todesgespannt. Ich werde mich jetzt gleich muten und ich werde probieren, im Apokalypto-Clan von ApoRed zu joinen mit einem echten Member hier. Falls euch das gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo hier da und trage gerne meinen Creator-Code, einfach nur Shanti, im Itemshop ein. Wenn ihr euch irgendwelche Sachen hier kauft, wäre auf jeden Fall todesbereit. Jetzt würde ich sagen, ich entmute mich und probiere dem Apokalypto-Clan zu joinen. Rest in peace to the world, it's the end as we know it. Death is pulling up and taking everyone to row it. Evil's at the top, take a look at who's in office. Sometimes I think that it's too late to stop it. RPX, RPP, RP Mac. You're in heaven. Also Leute, ich bin todesgespannt. Ich entmute mich jetzt mal. Ey, stellt euch vor, ich schaffe es halt wirklich als Handyspieler im Apokalypto-Clan zu joinen. Oder ihr lädt nachher so ApoRed ein oder sowas. Ja, alle echte. Hallo? Yo. Du bist ein Apo-Member, ne? Ja. Ja? Ja. Kann ich irgendwie probieren zu joinen? Oder was muss ich dafür machen? Ja, Digga, erstmal ein bisschen du, dies, das und danach mal schauen, ein bisschen 1 vs 1, mal sehen. Testest nur du mich oder wie sieht das aus? Mal schauen, wenn du krank bist, dann lade ich vielleicht noch ein paar andere Apo-Member ein. Anderen, okay. Okay, Leute, ich glaube, ihr habt es gerade gehört. Er meinte, wenn ich jetzt die Runde gut spiele, dann lädt er noch andere Apokalypto-Member ein. Ich meine, eigentlich müsste er ja ApoRed einladen. ApoRed. Oder so. Oder stellt euch mal vor, er lädt gleich ApoRed ein. Das wäre todeskrank. Das heißt, ich bin echt mal todesgespannt. Und ich muss mich jetzt echt anstrengen in der Runde, weil wenn ich die Runde verkacke, wäre gar nicht so nice, Mann. Okay, wo willst du landen? Wo landet so ein Apokalypto-Member? Erstmal direkt Lazy Lake. Okay, let's go. Ey, Leute, ich darf jetzt absolut nicht verkacken. Ich habe schon ein bisschen Angst, ich bin euch ehrlich. Aber ich glaube, wir kriegen das auch irgendwie hin. Man muss ja auch mal ein bisschen Selbstvertrauen haben. Okay. Ich lande hier auf dem Gebäude. Oh no, bitte, bitte, lass dir keinen vor mir landen. Meine Pistole. Let's go. Ja, ich bin tot, Digga. Ich bin tot, ey, was? Der hat sich hier die ganze Zeit rumgesneakt, ich konnte ihn nicht sehen. Aber er finisht mich nicht, Ehre, Mann. Ja, aber ich hab immer noch keine Waffe, Digga. Ja, komm, du schaffst das. Wir klären das. Nein, Digga, über mir. Nein, der hat eine Pump, Digga. Ich muss ihn pickaxen. Nein. Oh, egal, ich hatte keine Waffe. Spielen wir noch eine Runde? Ja, wir spielen noch eine Runde. Noch einer, okay. Okay, Leute, der Ehrenmann hat mir jetzt auf jeden Fall zum Glück noch eine Chance gegeben. Digga, ich will halt als Handyspieler in Apokalypto rein und ich bin direkt gestorben und ist alles nicht so gut gelaufen. Aber wir hoffen jetzt mal. Was heißt, wir hoffen? Es muss jetzt besser laufen. Denkst du eigentlich, man hat als Handyspieler auch so Chancen in Apokalypto oder ist es auch schon schwerer? Kann ich jetzt nicht sagen, weil wir schauen auf das 1v1 und dann schauen wir mal. Okay, okay. Du meinst ja beim 1 gegen 1 dann noch jemand anderes dabei, ne? Ja, aber da musst du dich anstrengen. Ja, normal streng ich mich jetzt an. Ich will zum 1 gegen 1. Ich schaff das, Digga, vertrau mir. Okay, ich vertrau dir. Salty? Ja, Salty. Ey, Leute, er macht mich so gehypt. Er meint, ich muss zum 1 gegen 1 schaffen. Also jetzt muss ich es aber wirklich. Lass mal zusammen irgendwo landen am besten. Ja, okay. Schaffst du einen Blue? Ja, schaffe ich. Ich gehe mal hier ins andere Haus nebenan. Hier ist einer. Soll ich kommen? Yes. Okay, Leute, ich habe jetzt schon mal einen Kill. Es sieht schon mal besser aus, Mann. Es sieht schon mal besser aus. Ich komme meinem Ziel immer näher. Ey, das wäre so geil, Mann. Ich schwör's, ich bin so geheilt. Hier ist safe noch einer. Weil der krabbelt gerade dahin. Und das ist der Genockte. Der will safe zu seinem Mate, damit er revived wird. Ah, der ist unten. Hat einen Headshot. Ich komme zu dir hoch. Chill. Hat einen Hit. Sweet. Ich habe auch keine Metz mehr. Oh, Digga. Ist One-Shot. Ja, er hat mich, Digga. Komm, du kriegst. Hab einen. Oh mein Gott, Digga. Easy. Der Beste. Ey, oh mein Gott, Leute, habt ihr das gerade gesehen? Ich glaube, das hat uns gerade unserem Ziel ein ganzes Stück näher gebracht. Alter, oh mein Gott. Ey, ich bin gerade so glücklich, dass ich hier zwei Leute geholt habe. Weil mein Aim war gerade eigentlich echt nice. Und wenn das so weitergeht, ich glaube, wir haben echt gute Chancen. Vor allem, das Krasse ist ja nicht nur, dass wir Apokalypto vielleicht joinen als Handyspieler, sondern das Krasse ist, er meinte, er lädt noch jemand anderen ein. Stellt mal vor, ApoRed kommt. Okay, Leute, es sieht im Moment ziemlich gut aus. 3 Kills. 2 davon waren echt gut, Mann. Und wenn ich so weitermache, dann habe ich, glaube ich, echt richtig gute Chancen. Wie ihr seht, Edits und so sitzen gerade auch alles. Alles easy. Das Ding ist, ich habe ein bisschen Angst, weil wenn der ApoRed ApoRed, der alle echte lädt und ich dann 1 gegen 1 gegen machen muss. Das Problem ist, ich bin 0% aufgewärmt. Ich bin online gekommen und habe direkt das Video für euch aufgenommen. Ich sehe Pleasant. Pleasant, okay, ich komm. Das war, glaube ich, nur ein Bot. Okay, hier ist noch einer. Ah, nee, das war kein Bot. Hä? Das war kein Bot. Einen habe ich. Die sind hier unten. Ah, ne. One shot, hab ihn. Alter, Aim sitzt einfach. Red würde jetzt sagen, mein Aim mal knacks. Lass mal runtergehen. Hier rein, ich geh runter. Ja, die sind unten. Rein da. Oh, ich hab auch noch ein Jumphead. Wie kommen wir hier raus? Wie geht das? Hier, Mülltonne. Bro, what are you talking about, man? Okay, rein da. Ich hab ein Jumphead, Digga. Komm, wir klären das. Okay, nice. Okay, wir kommen auf jeden Fall safe Zone. Ja, sieht gut für mich aus gerade, oder? Ja, sieht schon gut aus. Okay, Leute, mein Aim ist gerade auf jeden Fall perfekt. So, ich kann mich echt nicht beschweren. Und wenn es so weitergeht, dann lädt er, glaube ich, gleich den anderen Member ein. Alter, wenn er gleich wirklich ApoRed einlädt, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Das Ding ist, Leute, ich will ja auch ein bisschen rüberkommen wie Fanboy. Ich will ja auch nicht, dass er jetzt checkt, dass alles hier für ein YouTube-Video ist. Ich hoffe einfach mal, dass es klappt. Er denkt halt einfach, er macht gerade so einen normalen Clan-Tryout, Alter. Er denkt, ich will jetzt wirklich ein Apokalypto rein. Aber wir nehmen jetzt einfach ihn und vielleicht sogar später noch ApoRed komplett. Wollen wir die pushen? Ja, normal, lass die pushen. Die fighten. Ja, rein da, komm.
Okay, let's go, Digga, nice. Wie viel Kills hast du? 4 gerade, aber die werden eigentlich alle relativ gut. Ja. Okay, also sagst du, wenn es jetzt so weitergeht, dann ist die Runde perfekt, oder? Ja, ist schon. 14 Gegner leben noch. Ich grabbel da mal hin. Bisschen Druck machen. Oh, ich wurde. Alter, was? Ey, ich bin dead. Ich wurde übel gelasert. Ja, ich komm. Oder versuch zu mir zu grabbeln. Lass. Die wollen Jumphead wegschießen. Wollen wir die pushen oder wollen wir Zone? Ja, auf safe. Ich glaub, die lasern. Lass Zone auf safe, komm. Ja, safe. Digga, der hat mich so krank gelasert. Ich komm zu dir. Mit Grappler. Digga, der lasert krank. Die pushen. Ich komm, ich mach Grappler-Action. Okay, Digga, die haben mich so krank gelasert. Oh, mit Minigun, ja. Oh, ich bin der Beste. Ich hab mir so einen kranken Hit gegeben. Einer hat einen Hit. Digga, was ich gerade gemacht hab. Komm hoch. Ich bin high. Bro, ich hab grad sowas Krankes gemacht. Holy shit. Digga, ich hab anders wenig HP, Digga. Alles gut, Digga, mach dir keinen Stress. Hast du eine Minigun? Nein. Hilfe, ich bin dead. Er hat 56 Leben abgezogen. Ich konnte da keine Treppe reinplacen, ich schwör's dir. Komm rein. Ich komm. Aber Zone, komm. Du stirbst an der Zone. Zone, Digga. Keine Menschen, Bro. Zone, Bro, ja, nein. Ja, ich hab kein. Digga. Wollen wir noch eine Runde oder wollen wir jetzt auf hart 1v1? Ich weiß nicht, meinst du nicht, du lässt noch einen anderen Typen ein? Ja, ich lad ihn ein, Digga. Ich hab schon gemerkt, Digga. Du hast schon sweaty, Mann. Komm, ich lad ihn ein. Okay, Ehre, Mann. Okay, Leute, ihr meint jetzt auf jeden Fall, er lädt ihn ein. Ich bin todesgeil, Mann. Ich bin echt gespannt, wer es ist. Ich weiß ja nicht, ob wir da noch eine Runde Teams spielen oder 1v1. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt eine Einladung geschickt. Okay, was machen wir dann, wenn er da? Spielen wir noch eine Runde Teams oder machen wir 1 gegen 1? Dann zocken wir doch mal eine Runde Teams, dann machen wir 1 gegen 1 oder was? Ja, okay, nice. Ey Leute, ich bin so aufgeregt, Mann. Alter, wen lässt er jetzt ein? Ich meine, ich nehme zwar eh nur Hops. Run, no. Ich will zwar eigentlich gar nicht den Apokalypto, aber egal. Apokalypto Betzke. Junge. Renegade Raider, Digga. Renegade Raider. Ey, flex mal kurz. Mit was? Mit den Skins, Digga. Okay, hier haben wir erstmal den Gold Trooper. Haare natürlich blau gefärbt. Der, hier, Brille natürlich 500 Euro von Louis Vuitton. Schuhe natürlich von Knacks. Digga. Hier haben wir Iconic, mein Skull Trooper. Digga. Mein Glow Skin natürlich gesneakt. Hä, und als was bist du jetzt ein Apokalypto? Cutter Designer. Okay. Wir klären das jetzt. Ich bin noch eine Runde. Warte, ich hab noch was zu flexen. Okay, flex. Guck mal, eine Picke. Oh no. Ja, okay, dann würde ich sagen, let's go, oder? Hey Leute, bei Gott, jetzt bin ich ehrlich aufgeregt, Digga. 2 Apokalypto-Member, einer davon ist Todes-OG und ich will dem Apokalypto-Clan joinen. Alter, ich bin gerade schon ein bisschen am Zittern so, aber sag dir mal lieber nix. Also Leute, jetzt muss ich wirklich mein Bestes geben, weil jetzt habe ich nicht mehr den normalen Druck. Jetzt muss ich 2 Apokalypto-Member beeindrucken. Und ich glaube, 2 Leute zu beeindrucken ist nur noch viel schwerer, weil ich will ja mit ihnen nachher ins 1 gegen 1, weil wenn ich das nicht schaffe, dann schaffe ich es auch nicht als Handyspieler, den Apokalypto-Clan zu joinen. Wollen wir auf Knacks? Sollt ihr da, lass Pleasant. Gehen Pleasant da so ab und wenn wir hin oder was? Ja, safe. Pleasant ist die Knacksstadt. Ich muss jetzt gut Kills machen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich gehe hier in das Haus. How did you know I did say? Who are you, bro? Who are you? Take my cord. Lass mal seine Cord nicht taken. No front. Ich brauch ne Pump. Ich hab einen. One shot, Digga, der, oh mein Gott, Junge, aber der Typ da oben auf dem Dach ist One Shot. Digga, da oben. Ja, der hat mich auch gelettert. Ich werf Nate, Digga, er will, dass wir sterben. Der ist low. Wo ist er? Hab ihn. Klaut mir den Kill. Normal glaub ich dir den Kill, Digga. Du bist schon im Apokalypto drin. Ich muss noch ein Apokalypto. Ja, wir sehen das gleich im 1v1, ob er es schafft. Mhm. On me. Warte, wir klären das. Pass auf. Behind. Oh, let's go, bro, I did it. Hab noch einen. Nein, low. Digga, er war so low. Okay, wir klären das jetzt. Also komm, wir machen jetzt 1v1. Also, wenn ich jetzt 1 gegen 1 gut spiele, dann habe ich Chancen auf Apo, oder wie? Ja. Ja, dann hast du Chancen. Okay, let's go. Okay, komm her. Ja. Grab dich hier eine AR und eine goldene Pump. Okay. Ey, Leute, ich bin auf jeden Fall anders aufgeregt. Ich hoffe mal, ich schaff's. Ja, ich bin bereit. Okay, let's go, komm. Aber ich habe eine neue Tastatur, weshalb ich vielleicht Bad spielen werde. Weil du bist Mobile Player. Ja, ich bin Mobile Player. Wir klären das schon. Mein Gott! Oha, Gott! Oh, Digga! Ah! Auf einmal schießt meine Pump nicht! Oh mein Gott! Let's go! Oh mein Gott! Alter, okay, und jetzt? Was machst du gegen mich, okay? Okay. Wer von euch beiden ist besser? Was würdest du sagen? Ich bin besser. Hä? Du bist besser? Nein, ich hab dich immer geklappt. Wir haben noch nie gezockt. Außer letztens beim Sniper-Modus. Wir haben noch nie 1v1 gespielt. Apokalypto-Beef. Ich bin so behindert runtergefallen. Okay, wie ist das? Ey Leute, man merkt auf jeden Fall schon, er ist auf jeden Fall Apokalypse, man war eher schon mal richtig gut. Oh mein Gott! Nein!
Ja? Oh mein Gott, okay, GG, ja. Digga. Wahrscheinlich, oh mein Gott. Also, würdet ihr sagen, ich bin gut genug für Apo, oder? Digga, schon gut, würde ich jetzt sagen. Also, Bewerberin hättest du, glaube ich, instant. Okay, ja, das Ding ist, wäre es für euch okay, in einem YouTube-Video dabei zu sein? Wie YouTube? So, hä? Ja, so mäßig. Ich versuche als Handyspieler Apokalypto-Clan zu joinen, das passierte. So, ja, okay, das ist okay, kannst du nehmen. Ehrlich? Ja. Also Jungs, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo hier da. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag, was auch immer. Ich bin raus. Also ich grüße Venu. Ich grüße Virus, Trunks, Maisie, Nasty. Okay.